und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbau zu einem weiteren Teil des VW Bulli T1 von der Firma De Agostini. Nachdem wir ja im letzten Teil eine Doppelfolge gemacht haben und zwar die Basis des Mittelsitzes zusammengeschraubt haben, werden wir auch an diesem Teil heute dran weiterarbeiten. Und zwar werden wir die Rückenlehne anbringen und von der Ausgabe 28 auf die Sitzbank. Als erstes werde ich euch diese Teil mal vorstellen und was noch so alles dabei ist. Und dann werden wir das Ganze zusammenschrauben. Und dafür hole ich euch jetzt ein bisschen näher ran. Wir bekommen heute den Mittelsitz. Der ist hier auch wieder aus Kunstleder. Und wir bekommen zwei verschiedene Schrauben, PP03 und PP04. So, dafür brauchen wir die Basis. Und dann soll dieses Teil hier drauf gemacht werden. Mal schauen. So. Aha, okay, so, dann sollen wir das hier hinten so reinziehen, na, und dieses soll hier unten mit 5 PP04 Schrauben befestigt werden. So. Nummer 1. Machen wir hier die Mitte. Na, will nicht. Hier nochmal nachziehen. So, die Schrauben habe ich jetzt alle reingemacht, ging auch relativ einfach. Und jetzt brauchen wir die Rückenlehne dazu. Die wird hier in diesen drei Löchern reingesteckt. So. So, und soll hier hinten mit 3 PP03 Schrauben verschraubt werden. So, ich werde als erstes die Mitte fixieren. Ist gar nicht so einfach, das zu halten. So, passt. Und jetzt können wir schön die anderen zwei Schrauben auch noch reinmachen. Einmal und zu guter Letzt noch die letzte Schraube. Noch mal ein bisschen nachziehen. So, dann haben wir Bauphase 28 auch schon abgeschlossen und wir haben noch 8 solche PP03 Schrauben übrig, die sollen wir uns zur Seite legen. Die werden dann beim nächsten Mal mit verbaut. Phase 28 ist hiermit auch abgeschlossen. Und zwar wird es dann hier hinten halt so drauf gemacht. So. Und schaut schon super aus, finde ich jetzt. Und im nächsten Teil werden wir dann die andere Rückenlehne ran montieren und die mittlere
Schottwand. Und dann wird unser Bulli auch weiter wachsen. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu betätigen, dass ihr kein Video von diesem Bulli verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss, euer Modellbauer.